Die Nationalratswahl im ORF. Test. Test 1, 2, 3, 4. Test. Apropos Test, wenn Sie Ihr Wissen testen wollen, dann können Sie das machen unter nationalraten.orf.at. Vielen Dank für diese freundliche Begrüßung und herzlich willkommen beim Nationalraten. Es sind nur noch 23 Tage bis zur Wahl und da heißt natürlich für die Politiker, da zählt ab jetzt jeder Tag. Jeder Tag, da zählt wahrscheinlich ab jetzt jede Stunde, jede Minute. Kontakte, Kontakte, Kontakte. Hallo, bitte mich wählen. Wir schauen uns die 5 im Parlament vertretenen Parteien näher an und heute sind es die Grünen. Ingrid Philippe als Bundessprecherin und mit mir als Spitzenkandidatin. Auf Wiedersehen. Ich werde all meine Funktionen zurücklegen. Interne Querelen prägen die Grünen. Eva Klawischnik tritt zurück, Peter Pilz spaltet sich ab. 2013 haben die Grünen mit 12,4% noch ihr bestes Ergebnis bei einer Nationalratswahl erreicht. Wie viel kann die neue Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek schaffen? Im Europaparlament hat sie sich sehr wohl gefühlt. Jetzt gilt es aber ganz woanders zu bestehen. Herzlich willkommen, Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek. Schönen guten Abend, Frau Lunacek. Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Haben Sie sich schon ein bisschen eingefühlt in unser Studio? Ich finde das sehr, sehr anregend und ich freue mich auf dieses Spiel, doch einen spielerischen Umgang mit Politik. Sehr schön. Sie sind ja eine erprobte Wahlkämpferin. Wie geht es Ihnen denn in diesem Wahlkampf? Also ich nenne das eine Aufholjagd, ja? Denn die Situation war nicht wirklich ganz einfach, aber sie wird besser. Und ich bin eine Kämpferin, das habe ich schon des Öfteren bewiesen. Und es sind noch einige Tage und einige Wochen Zeit für diese Aufholjagd. Ich sage Ihnen jetzt mal, was Sie heute zu tun haben. In erster Linie heißt es einmal, dass Sie gut zuhören und zuschauen, was da drüben bei unserem Quiz passiert. Wir werden nämlich dann im Anschluss an jede Quizrunde über die Themen und über die Fakten, die dort aufgeworfen wurden, ein Gespräch führen. Mitraten müssen Sie nicht, da kann ich Sie beruhigen, da können Sie ganz entspannen. Das müssen nämlich nur unsere 5 Quizkandidatinnen und Kandidaten beim Hanno machen. In unserer Wahlkabine steht jetzt 54-jährig aus Graz Buchhalterin Elisabeth Krämer. Hallo wieder. Jetzt in der Wahlkabine der Sieger unserer allerersten Ausgabe und gleichzeitig auch unser jüngster Teilnehmer. Er kommt aus Salzburg zu uns, ist 24 Jahre alt, Gregor Gredler. Die nächste Kandidatin in der Kabine, 46-jährig, aus Innsbruck, Eva Weißkopf. Applaus 62 Jahre, aus Wien, Robert Janicek. Ja, und zu guter Letzt, sie ist 30, kommt aus Mank in Niederösterreich. Begrüßen Sie mit mir Bettina Fahrerfellner. Herzlich willkommen. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum gerade diese 5? Diese Frage haben wir erwartet und wir zeigen Ihnen jetzt, wie wir unsere Kandidaten ausgewählt haben. 8,7 Millionen Menschen in Österreich, 6,4 Millionen wahlberechtigt. Unser Auftrag an den Meinungsforscher: Wir suchen Wechselwählerinnen und Wähler mit Interesse an Politik und unserer Gesellschaft. Quer durchs Land. 200 davon kommen in die engere Auswahl. Und diese 5 haben sich qualifiziert. Sie spielen 5 Folgen lang gegeneinander, jeweils 3 Quizrunden. Die 2 Bestplatzierten spielen anschließend um den Tagessieg. Und Tagessieg bedeutet ein Fixplatz im großen Finale. Dort geht's um den Hauptpreis. 2 Wahlkarten auszufüllen im Traumurlaub auf den Seychellen. Bis wir zum Finale kommen, haben wir aber einige Quizrunden noch zu überstehen. Und natürlich braucht eine Wahl und ein Quiz in Österreich sowieso einen guten Beisitzer.
Da haben wir uns einen aus der ORF-Redaktion ausgesucht. Er ist unbescholten, er ist unabhängig und er ist Deutscher. Herzlich willkommen, Hobby-Notar Peter Welter. Guten Abend, hallo. Hallo, Herr Czech. Was glauben Sie denn, wie gut kennen die Kandidaten die Grünen oder Sie persönlich? Das weiß ich nicht. Das bin ich ja neugierig zu erfahren jetzt. Genau, das werden wir jetzt erfahren. Also ich denke, Sie werden schon ein bisschen auch sich vorbereitet haben, denke ich wohl. Aber ich weiß nicht, werden wir sehen. Werden wir sehen. Wir legen gleich los mit der ersten Runde. Und in dieser ersten Runde gibt es für jede richtige Antwort einen Punkt. Es geht um die Jugend. Also ich war eine sehr brave Tochter. Ich glaube, ich war nicht immer ganz einfach. Ja, so unangepasst, denke ich, würde ich mir jetzt nicht beschreiben. Ich war eigentlich, ich würde sagen, ein Streber. Ich war kein handsamer Jugendlicher. Und es geht um den richtigen Tonfall. Ich drücke mich ehrlicherweise eher lieber ums Streiten. Natürlich gehört Streiten dazu, aber eben nicht unter der Gürtellinie, sondern oberhalb. Überzeugen heißt das Wort und nicht streiten. Ja gut, dann kommen wir zu unserer allerersten Runde. Lisa hat schon gesagt, es geht um einen Punkt pro Frage. Das ist so ein bisschen zum Aufwärmen. Sie haben auf Ihren Plätzen richtig und falsch Kartel. Ich werde eine Frage stellen, dazu stellen wir eine Behauptung auf und Sie sind dann eingeladen, bitte richtig oder falsch zu tippen. Haben das alle verstanden? Ich glaube ja, es wäre auch blöd zu fragen, Sie haben ja schon eine ganze Show durchgespielt. Gut, dann kommen wir zur ersten Frage. Im Parlament gilt es, Anstand und Würde des Hohen Hauses zu wahren. Wer das missachtet, erhält einen Ordnungsruf durch die Nationalratspräsidentschaft. Seit der letzten Wahl hat es 90 davon gebraucht und gegeben. Hier ein kleiner Zusammenschnitt. Sie spüren da den Kasperl. Herr Abgeordneter, den Schlusssatz bitte. Die Redezeit Ihrer Fraktion ist erschöpft. Ich nehme den Kasperl nicht zurück. Ich frage Sie echt, ob Sie uns verarschen wollen. Das ist eine Verarsche hier in diesem Haus. Die Zahl 44, 31, 40, das ist nicht Ihre Bikini-Figur wie vor 30 Jahren. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Ich muss Ihnen eine Ordnung so verteilen dafür. Wir behaupten jetzt, die Abgeordneten der Grünen bekamen zuletzt die wenigsten Ordnungsrufe im Parlament. Richtig oder falsch? Ihre Antwort bitte jetzt. Gregor und Bettina, warum glauben Sie, dass wir lügen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt die aktuellen Sitzungen nicht gesehen. Ich kann mich aber nur an früher erinnern. Und da waren die Grünen teilweise nicht immer so ganz die Schäfchen. Ihre Erinnerung trügt Sie nicht. Unsere Behauptung ist falsch. Sie erhielten sogar mit Abstand die meisten Ordnungsrufe, nämlich 29 der 90. Zweite Frage. Wir behaupten, die Grünen fordern einen Mindestlohn von 1.750 Euro brutto für jeden. Ist das richtig oder falsch? Eure Antwort bitte jetzt. Geteilte Meinung im Rateteam, bitte. Schauen wir uns das an. Ja, wir brauchen einen Mindestlohn von 1.750 Euro in diesem Land. Gerade für Frauen. Du kannst von viel weniger nicht mehr leben in diesem Land. Unsere Behauptung war also richtig. Die Grünen fordern tatsächlich 1.750 Mindestlohn. Die 1.500, die von der Regierung beschlossen sind, bis zum Jahr 2000, seien zu wenig, finden die Grünen. Unsere dritte Frage in der ersten Runde. Wir behaupten, Ulrike Lunacek findet, dass die Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge und Migranten sinnvoll war. Richtig oder falsch? Ihre Antworten bitte jetzt. Eva, einsam mit, Sie glauben das? Haben Sie es irgendwo gehört? Wie sind Sie draufgekommen?
Der Gedanke war der, dass Sie für legale Fluchtrouten plädieren und die Balkanroute wäre keine legale Fluchtroute. Deshalb habe ich mich so entschieden. So entschieden? Mhm. Dann werden wir jetzt rufen Mats ab und sehen, ob Sie recht haben. Der Schritt in dieser Form war nicht in Ordnung. Das hat nämlich auch dazu geführt, dass jetzt in Griechenland ganz viele Leute immer noch in ganz miserablen Umständen sind. Das Gegenteil ist also der Fall. Ulrike Lunacek bezeichnet die Schließung der Balkanroute wörtlich als Fehler. Vierte Frage, erste Runde. Der 28-jährige Julian Schmid hat bei den Grünen Peter Pilz von der Liste verdrängt. Obwohl viele Altgediente in der Partei nicht einmal wissen, wofür er steht. Wofür steht politisch Julian Schmid? Das weiß ich nicht. Für Jugend, entschuldigen Sie. Für die Jugend? Ja. Und sonst? Wir behaupten, Julian Schmid ist der jüngste Abgeordnete im Nationalrat. Ist das richtig oder falsch? »28 ist er. Ihre Antworten bitte jetzt.« Elisabeth, wie kommen Sie dazu, zu glauben, ein 28-Jähriger wäre der jüngste Mensch im Nationalrat? Ehrlich gesagt habe ich nur 50-50 Chance und eins wird ausgesagt, ich weiß es nicht. Ihr Gefühl täuscht Sie nicht, Sie haben als Einzige die Frage richtig. Unsere Behauptung ist richtig. Julian Schmid ist der jüngste Abgeordnete im Parlament. Julian Schmid ist 28. Als er 2013 erstmals ins Hohe Haus kam, war er mit 24 sogar das jüngste männliche Nationalratsmitglied aller Zeiten. Frau Lunacek, wenn Sie sich so die letzten Wochen und Monate bei den Grünen Revue passieren lassen, die ganzen internen Streitereien, die Streitereien in Kärnten, dann die Streitereien mit den jungen Grünen, dann der Abgang von Peter Pilz. Ganz ehrlich, greift man da am Abend öfter mal zum Glasl Wein? Das mache ich hin und wieder sowieso einmal. Also. Egal in welcher Situation, so wirklich zum Entspannen auch. Aber nicht jeden Tag und auch nicht jeden Abend. Die Situation, ja, habe ich zuerst auch schon gemeint, es war nicht einfach. Ja, ich hätte mir auch einen besseren Einstieg gewünscht, als ich damals im Mai dann von Eva Klawischnik übernommen habe. Aber ja, es sind schwierige Zeiten, auch für die Grünen. Aber ich denke, es ist mir bisher schon gelungen und uns jetzt in diesem Wahlkampf durchaus auch zu zeigen, wofür die Grünen stehen und warum es die Grünen braucht. Insofern denke ich jetzt nicht mehr so sehr an die Vergangenheit, sondern schon in die Zukunft. Einmal noch kurz in die Vergangenheit. Hätten Sie denn gedacht, wie Sie die Partei übernommen haben, dass tatsächlich das größte Problem der Grünen eigentlich die Grünen an sich sind? Nein, das sehe ich auch nicht so. Also ich komme ja sozusagen jetzt aus dem Europaparlament zurück in den Nationalrat und ich kenne viele Situationen auch in anderen Teilen Europas mit vielen Parteien, wo es nicht immer einfach ist. Ja, und auch andere haben Schwierigkeiten. Ja, jetzt haben wir sie gehabt. Ich sehe jetzt wirklich, gerade in diesen letzten Wochen hat sich viel konsolidiert. Ich bekomme auch viel Zuspruch und ich nehme mir das her. Dann schauen wir in die Zukunft. Mhm. Was ist denn das größte Learning aus dieser Sache? Also was haben Sie gelernt, was vielleicht in Zukunft nicht mehr passieren darf? Also über Strukturen und Ähnliches unterhalten wir uns nach der Wahl am 15. Oktober. Das haben wir auch schon Pläne dafür, wie wir das angehen. Das macht man nicht jetzt im Wahlkampf. Also insofern geht es jetzt um die Inhalte. Es geht darum, Menschen zu überzeugen, darum, warum es die Grünen braucht. Ich meine, in der Zeit, wo der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel so offensichtlich ist, die Unwetter, zuerst die Trockenheit, in der Landwirtschaft klagen alle. Das sind alles Dinge, die hat es in dieser Konzentration nicht gegeben früher. Und da braucht es die Grünen. Ohne uns bewegt sich die Regierung nicht. Ja? Das jetzt ist es so, wenn man mit Menschen über die Grünen spricht und sie fragt, warum würdet ihr die Grünen wählen, dann kommt entweder, weil sie gegen die FPÖ sind, oder wenn man sie fragt, was wisst ihr denn noch von den Grünen, dann heißt es, ja, da war diese Sache mit Peter Pilz. Ist denn das nicht ein bisschen zu wenig, dass nur diese Themen dann kommuniziert werden? Also ich kommuniziere nicht so und ja, ich weiß, aber es viele Leute, mit denen nicht ich rede, ja, ich werde schon auch gefragt. Ja, aber es gibt schon ganz viele, die mich auch anreden. Ich bin viel unterwegs in ganz Österreich, bin zweimal in jedem Bundesland jetzt unterwegs. Und da gibt es schon viele, die auch sagen, wie schaut es denn jetzt aus mit unseren Lebensmitteln? Was ist mit den Eiern, die da Fipronil drinnen haben?
dieses Gift. Ja? Was tun wir denn dagegen? Das sind Dinge, da reden mich auch sehr viele Leute drauf. Und auf das konzentriere ich mich. Eines Ihrer großen Themen ist auch das Thema Asyl. Wo sehen Sie denn da oder mit welchen Parteien sehen Sie denn da die meisten Überschneidungspunkte? Also die Punkte, die ich fordere und durchsetze, und das kam ja auch bei dem einen Punkt kam das ja schon auf, ist legalen Zugang, dass wir den brauchen. Und da habe ich ehrlich gesagt von keiner der anderen Parteien wirklich so klare Botschaften gehört. Wort Botschaft, nämlich, dass es wieder was geben soll wie Botschaftsasyl. Das wurde 2001 unter Schwarz-Blau damals abgeschafft. Es gab es auch in anderen EU-Mitgliedstaaten. Und das Zweite ist natürlich, Fluchtursachen zu beseitigen. Auch da sind die wirklichen Ansagen zum Beispiel, wirklich faire Handelsbeziehungen mit den Staaten Westafrikas zu haben, wo nicht durch hochsubventionierte europäische Landwirtschaftsprodukte die lokalen Märkte kaputt gemacht werden. Vor allem Frauen dann ihre Produkte, seien es Paradeiser, sei es auch Geflügel oder anderes, nicht mehr verkaufen können. Da wird Flucht produziert und Migration. Und da höre ich von den anderen Parteien ehrlich gesagt nicht sehr viel. Jetzt sind das alles Punkte, die schon länger gefordert werden. Was fordern Sie denn von den Menschen, die zu uns kommen, die zu uns flüchten? Also, wenn sie dann bei uns sind, da braucht es schon beides. Es sind sozusagen Rechte und Pflichten, ja, von beiden Seiten. Und natürlich, wenn Menschen dann hier leben, egal ob sie jetzt geflüchtet sind, ob sie migriert sind, ist es schon wichtig, dass sie sich auch sozusagen auch hier dann auch integrieren und auch selbst bereit sind, das zu tun. Und die meisten tun das ja auch. Die wollen auch Deutschkurse haben. Das Problem ist, dass es sie leider nicht flächendeckend gibt. Ja? Das heißt, und auch nicht oft genug. Ja? Wenn man in einem fremden Land ist, dann ist der Spracherwerb wirklich eine ganz zentrale Sache. Und da müsste es auch diese Deutschkurse wirklich flächendeckend geben und auch leistbar. Ja? Weil Sie sagen, Frau Lunacek, dass sich die meisten auch gut integrieren. Es hat eine Studie gegeben, die besagt, dass 55% der Menschen, die zu uns kommen, aber auch Muslime, die schon länger bei uns sind, Verständnis dafür haben, wenn ein Mann einer Frau die Hand nicht gibt. Mhm. Was machen Sie denn, wenn ein Mann Ihnen die Hand nicht gibt? Ich habe das eine meiner Dinge, die ich mit Herrn Van der Bellen, als er damals noch unser Clubobmann war, einmal bei einem Termin, wo die iranische Botschaft mit uns reden wollte, im österreichischen Parlament, als ich noch im Nationalrat war, habe ich damals auch Herrn Van der Bellen gesagt, bitte, wenn die iranische Botschaft kommt, sag ihnen, wenn sie zu uns ins Parlament kommen, in einen öffentlichen österreichischen Raum, dann erwarte ich von ihnen, dass sie auch mir die Hand schütteln und das nicht tun. Er hat das dann auch ihnen gegenüber klar gemacht, die haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Das war so. Ich halte das nicht für in Ordnung, denn ich finde, bei uns ist es üblich, dass Mann oder Frau einander die Hand gibt. Und das erwarte ich mir schon auch von Menschen, die hierher kommen. Das ist auch ein gewisser Respekt Frauen gegenüber. Was wären denn jetzt ganz konkret drei Themen, die Sie in der Flüchtlingspolitik sofort umsetzen würden? Wenn Sie jetzt meinen Flüchtlingspolitik, also tatsächlich Österreich. Für Österreich, ja. Also Integration, ja, diese Maßnahmen. Also das eine, und das geht jetzt, in dem Fall würde ich der Erste sagen, geht es um die Europäische Union. Hier muss sich auch Österreich mehr dafür einsetzen, dass die anderen Mitgliedsländer auch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Mhm. In Österreich selbst, denke ich, braucht es mehreres, um die wichtigsten zu nennen. Das eine habe ich schon gemeint, Deutschkurse. Tatsächlich auch die Möglichkeit für Flüchtlinge, die im Prozess sind des Asylantrages, dass die auch schon einer Beschäftigung nachgehen können. Und das Dritte wäre, dass die Asylverfahren wirklich sehr rasch gehen. Sprechen wir über den Mindestlohn, da fordern Sie 1.750 Euro. Das könnte ich mir vorstellen, könnte einige Unternehmen überfordern. Wo sind Sie denn da gefahren? Welche Branchen wären denn da möglicherweise überfordert? Also mir geht es ja darum, dass, wie es auch in dem Beitrag zu sehen war, da geht es vor allem um Frauen, die hier, auch wenn sie Teilzeit arbeiten, einfach viel zu wenig zum Leben haben. Und 1.750 Euro heutzutage ist etwas, was gebraucht wird. Was ich sagen wollte, wo es wichtig ist, die Lohnnebenkosten zu reduzieren. Wir Grüne haben das, vor 20 Jahren Bundesgeschäftsführerin, wir hatten damals das schon in unserer ökologisch-sozialen Steuerreform drinnen. Bis heute, trotz ÖVP, seit über 30 Jahren an der Regierung, soweit ich mich erinnere, auch immer den Wirtschaftsminister oder die Wirtschaftsministerin, ist das noch nie geschehen. Die Lohnnebenkosten zu reduzieren, damit auch es für die Unternehmen leichter ist, auch mehr Menschen zu beschäftigen welche und auch höhere Löhne zu zahlen. Also welche Unternehmen würden Sie sagen, okay, da sehe ich ein Problem, die könnten damit überfordert werden mit 1.750 Euro? Es ist sicher für klein, es geht eher, glaube ich, nicht um die Branchen, sondern um die Größe des Unternehmens. Ja? Das sind sicher für Familienbetriebe oder so, ist das sicher schwierig, das sehe ich schon. Aber
Ich denke, es gibt ja auch Möglichkeiten von Förderungen. Ist ja jetzt ist ja auch schon einiges, ein bisschen geschieht hier etwas. Aber wenn man die Lohnnebenkosten senkt, dann wird es für alle leichter, auch andere, auch mehr Leute zu beschäftigen oder ihnen mehr zu zahlen. Jetzt haben wir gehört im Quiz, dass die Grünen die meisten Ordnungsrufe im Parlament kassiert haben. Das heißt, man wählt mit den Grünen auch so ein bisschen eine widerspenstige Partei. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich auch ein... Widerständig, würde ich sagen. Widerständig, okay, gut. Zwischen widerspenstig und widerständig. jedenfalls ist das ein ganz ein gutes Stichwort für unsere letzte Frage, die wir da in dieser Runde haben, Hanno. Mhm. Wir kommen zur letzten Frage der ersten Runde. Die hat ein bisschen eine andere Quizmechanik. Sie haben alle drei Karten A, Moment, B und C. Wir stellen Ihnen jetzt eine Frage und Sie müssen bitte mit A, B oder C antworten, wie es Ihrer Meinung nach wirklich korrekt ist. Letzte Frage, erste Runde. Unter dem Vorarlberger Landwirt Kaspar-Nazi Simmer gelingt den Grünen 1984 erstmals der Einzug in einen Landtag. Simmer wurde auch aufgrund seiner unkonventionellen Formen des Auftretens in ganz Österreich berühmt. Ich frage Sie, was hat Kaspar-Nazi Simmer in den Landtag mitgebracht? A. Selbstgemachter Vorarlberger Bergkäse. B. Eine Ziege aus seinem Stall. Oder C. Heu für seinen Sitzplatz. Gedanklich 1984, erstmals Grüne im Landtag, erste Landtagssitzung. Landwirt kommt, bringt er mit A. Käse, bringt er mit B. eine Ziege oder bringt er mit C. Heu für seinen Sitzplatz. Darf ich jetzt um Ihre Antwort bitten? 3 glauben, es war die Ziege. Da wäre ich gern dabei gewesen. 2 glauben, es ist der Bergkäse. Und fürs Heu hat sich niemand entschieden. Ja, Lösungsmatz, bitte los. Kaspar-Nazi Simmer mit Käse, 1984 erstmals im Landtag auftauchend. Es war also der Bergkäse, den er mitgebracht hat. Und er hatte diese riesigen Holzschuhe an, die Landwirte im Bregenzer Wald so tragen. Ja, Frau Lunacek, Sie haben sehr gelacht, der Käse. Ja. Ist das dieser Aktionismus, wäre das auch was für Sie? Würden Sie da was mitnehmen? Oder? Also ich habe, als ich das erste Mal im Nationalrat war, damals, 1999, war meine erste Rede wichtig. Ich war die erste offen lesbische Frau im österreichischen Nationalrat und das war damals das Besondere. Aber wir haben schon auch so Aktionen gehabt, auch als ich noch im Nationalrat war. Und was haben Sie da mitgenommen? Einmal war es, was ich mich erinnern kann, einmal war es die Regenbogenfahne. Ein zweites Mal, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Der Herr Simmer hat jedenfalls dann in einem Interview mal gemeint, die Grünen sind mittlerweile seiner Meinung nach zu sehr angepasst. Ist man denn jetzt fad geworden mit solchen Sachen? Also wenn wir uns die letzten Monate anschauen, war von fad ja nichts zu merken. aber das ist nicht das Einzige. Nein, aber es ist einfach... wir sind immer noch aktionistisch. Wir machen auch vieles noch aktionistisch, auch in den Bundesländern, auch in anderen Teilen Europas. Aber es ist sicher so, dass die Grünen mittlerweile eine Partei sind, die nicht nur widerständig sind, das sind wir sehr wohl auch, sondern einfach auch konstruktive Vorschläge bringen und auch gerne Dinge ausverhandeln. Und das ist dann nimmer mehr so spannend, wenn man zusammensitzt und ein Gesetz verhandelt, ja, oder Dinge einbringt. Aber darf ich noch mal nachfragen? Vor 33 Jahren war das mit dem Herrn Simmer. Lang her, ich weiß. Ja, wirklich lang her. Aber was passiert denn da mit so einer Partei in diesen 33 Jahren, so in Sachen Elan? Verliert man da ein bisschen den Elan? Also ich nicht, aber bin auch schon lange dabei. Und ich finde, ich denke, es ist einfach von der Art und Weise des Arbeitens was anderes. Parlamentsarbeit ist Knochenarbeit. Also fahrt wird uns nicht. Er hat auch noch extrem viel Elan, unser Wahlbeisitzer Peter. Peter, sag uns mal, wie schaut es denn aus mit den Punkten? Ja, also das sieht noch ganz übersichtlich aus. Wir sind noch im einstelligen Bereich, ganz tief drinnen. Eva mit einem Punkt, Robert 2, Bettina 2, Elisabeth 3, Gregor 3. Also alle 5 haben noch den Weg offen ins Finale. Sehr gut. Dann
wollen wir jetzt, Frau Lunacek, in eine ein bisschen andere Runde starten, nämlich eine Persönlichkeitsrunde. Aber Sie brauchen sich nicht fürchten, also es wird da nichts. Nein, Sie fürchten sich sowieso nicht. Okay. Dann schauen wir jetzt in die zweite Runde. Das ist die Persönlichkeitsrunde und da gibt es für jede richtige Antwort 2 Punkte. Es geht um mutige Entscheidungen. Ja, da zu stehen jetzt. Da muss ich kurz nachdenken, weil was ist mutig? Dass ich selbstständig geworden bin und auch eigene Firma gegründet habe. Aus meiner Ehe zu gehen und mit einer Frau zusammenzuleben. Und es geht um die liebe Familie. Ja, also ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder. Das war die Mutter irgendwo im Betrieb, der Papa natürlich auch. Und dementsprechend gab es da schon auch viel Zeit zusammen. So, 2. Runde, 1. Frage, alle Karten parat. Wir behaupten, Ulrike Lunacek ist die Tochter eines erfolgreichen Künstlers. Richtig oder falsch? Eva, Gefühl oder die Biografie gelesen? Gefühl. Leider, ihr Gefühl drückt sie. Unsere Behauptung ist falsch. Der Vater von Ulrike Lunacek war Manager einer Raiffeisen-Genossenschaft. Sie beschreibt ihre Familie als konservativ und weltoffen zugleich. Über die politischen Ansichten der Tochter gab es dann doch die ein oder andere robuste Diskussion. Es gab sicher Zeiten, es war vor allem während meines Studiums, wo ich gerade mit meinem Vater heftige Auseinandersetzungen hatte. Und wir hatten wirklich ordentlich gestritten manchmal und sehr deutlich gesagt, was wir von unseren gegenseitigen Positionen halten, nämlich nicht viel. 2. Frage. Ulrike Lunacek hat ihr Coming-out nie bereut. Die Vorstellung, mich mein Leben lang zu fürchten, dass mir irgendwer draufkommt, die finde ich viel schrecklicher, als mich vielleicht kurz mit etwas Aufregung das zu sagen. Und dann wissen es alle und sie gewöhnen sich dran, wie wir auch hier im Hohen Haus gemerkt haben. Wir behaupten, von allen bisherigen Nationalratsabgeordneten, männlich oder weiblich, ist Ulrike Lunacek die Einzige, die sich je offen zu ihrer Homosexualität bekannt hat. Ist das richtig oder falsch, unsere Behauptung? Meinung bilden. Kartl, bitte jetzt. Robert, Sie sind in unserer Runde der Einzige, der das glaubt, dass das so ist. Sind Sie persönlich für die Ehe für alle? Ja. Bedingungslos? Ja. Elisabeth, Sie haben 2 Kinder, leben jetzt mit Ihrer Partnerin zusammen. Wie waren die Reaktionen Ihrer Umwelt? Viele haben sich im Nachhinein bedankt, dass sie durch mich ihren Horizont ordentlich erweitert haben. Es sind einige persönlich an mich herangetreten, muss ich sagen. Und manche waren dann ganz überrascht und haben gesagt, oh, du bist ja eigentlich ganz ein normaler Mensch. Habe ich gesagt. Solche Wortmeldungen habe ich bekommen, ja. Ganz ein normaler Mensch? Ja. Gratuliere Ihnen. Sie sind nicht nur ein ganz normaler Mensch, Sie haben auch die richtige Antwort zur Frage gewusst. Unsere Behauptung ist falsch. Ulrike Lunacek ist nicht die Einzige. Zum Beispiel Gerald Gross, früher vom BZÖ. Er hat sich auch 2013 verpartnert. Wir kommen zur 3. Frage in der 2. Runde. Ulrike Lunacek hat mehrfach bei den Eurogames, den lesbisch-schwulen Sport-Europameisterschaften teilgenommen und dort auch mehrere Medaillen geholt. Wir behaupten, Ulrike Lunacek ist bei den Eurogames in der Disziplin Radfahren angetreten. Ist unsere Behauptung richtig oder falsch? Ihre Antwort bitte jetzt. Wieder sind alle geteilter Meinung. Schauen wir uns an, wo war sie denn tätig, die Ulrike Lunacek? Fotos von damals, wir sehen es, sie ist also in der Disziplin Schwimmen angetreten und sie hat zum Beispiel 2004 bei den Games in München volle 6 Medaillen gemacht. Gratuliere dazu. Danke.
Und damit es noch klar ist, unsere Behauptung war falsch. Sie radelt nicht, sie schwimmt. Vierte Frage, zweite Runde. Wir behaupten, Ulrike Lunacek von den Grünen und Peter Westenthaler, FPÖ und dann auch BZÖ, waren im Parlament Sitznachbarn. Richtig oder falsch? Da die Frau Lunacek, da der Peter Westenthaler. Oder umgekehrt, je nachdem, wo man es anschaut. Das habe ich jetzt davon. Vorher sage ich, ich finde es super, dass keiner alles weiß. Und jetzt wisst ihr das alle. Korrekt, sie sind nebeneinander gesessen. Die Begeisterung füreinander, die war allerdings enden wollend. Nicht ganz mein Wunschplatz. Ich meine, ich freue mich, dass ich weit vorne sitze und so alles genau, genau im Auge habe. Aber ich sitze direkt neben dem Herrn Westenthaler, hinter mir der Herr Stadler. Und das ist manchmal ob der etwas lauten Zwischenrufe und Wortmeldungen ein bisschen anstrengend. Unsere Behauptung war also richtig, so wie Ihre Antworten. Frau Lunacek, der Gregor, unser Kandidat, hat zuerst gesagt, er streitet eigentlich nicht gern und er vermeidet es eher. Wie ist denn das, wenn man zwischen Peter Westenthaler und Ewald Stadler sitzt? Wie geht es Ihnen da mit dem Streiten oder wie ging es Ihnen da mit dem Streiten? Also, es waren eher so gewisse Wortmeldungen, wo ich dann halt auch was dagegen gesagt habe. Ansonsten, wir haben schon über manche Dinge dann auch geredet. Wenn du da stundenlang nebeneinander sitzt, dann gerade ein Thema ist, das vielleicht beide auch unterschiedlich interessiert oder bei manchen Dingen auch vielleicht ein Austausch durchaus einen Sinn macht. Mhm. Ja, und manchmal haben wir schon auch gestritten. Wie ist das? Geht man da so dann nachher noch was trinken oder redet man so privat auch oder ist das nur... Nein, nicht wirklich, nein. Also mit Leuten anderer Fraktionen schon, aber mit den beiden zum Beispiel oder auch anderen Freiheitlichen nicht, nein. Also da hat sich... Nein, nein. Aber wie schaut denn dann da so Ihr Demokratieverständnis aus, wenn Sie sagen, mit den Freiheitlichen nicht, das ist doch... Naja. Also das Kaffee trinken oder irgendwas trinken gehen ist was, das mache ich schon mit Leuten, wo ich mich auch austauschen will. Ja? Es gab sehr wohl Situationen, auch im Nationalrat, wo wir auch manche Dinge dann auch mit den Freiheitlichen verhandelt haben. Wie schaut das so für die Zukunft aus? Haben Sie sich da vorgenommen, auch FPÖ-Wählern was anbieten zu können? Also mir geht es jetzt vor allem um jene Leute, und da können schon auch manche dabei sein, die vielleicht einmal die FPÖ gewählt haben, denen zu sagen, wofür wir Grüne stehen. Und ich weiß schon, dass das zum Beispiel manchmal bei Umweltthemen, da gibt es auch Leute, die FPÖ wählen, die finden, da machen die Grünen was Sinnvolles. Ja? Also wenn es um Umweltschutz geht. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf einem Markt bin oder sonst wo, die Leute sagen ja nicht, wen sie wählen. Ja? Also das ist eher was, wo ich dann versuche, Leute zu überzeugen. Wenn da welche dabei sind, die einmal FPÖ gewählt haben, die finden jetzt, wählen sie die Grünen, soll nicht mehr recht sein. Aber ich fokussiere jetzt nicht auf die Wählerinnen und Wähler einzelner Gruppen, sondern es geht mir darum, hier für jene, die schon einmal grün gewählt haben oder die unsere Themen für sinnvoll erachten und die auch finden, dass es starke Grüne braucht, auch an einer Regierung, wenn es sich ausgeht, aber auch als eine Oppositionspartei, die am Ball bleibt und nicht umfällt und nicht nachgibt. Wir haben gehört vom Gregor, die Eltern haben ein Hotel, er kommt aus dem Tourismusbereich, aber hat eigentlich einen ganz anderen Lebensweg jetzt mal für sich eingeschlagen. Sie kommen aus einem sehr katholischen Elternhaus und haben eigentlich auch einen komplett anderen Lebensweg eingeschlagen. Ist das vielleicht so ein bisschen ein Zeichen auch von den Grünen? Man möchte sich von was abgrenzen und geht dann in die Partei der Grünen? Bei manchen ist das so, aber als ich aufgewachsen bin, gab es die Grünen noch nicht. Ja? Also ich war zwar, also Zwentendorf und Heimburg habe ich auch mitbekommen, aber das war eher, also wie schon gesagt wurde, mein Elternhaus war, ich würde sagen, mehr konservativ als jetzt katholisch. Eben mein Vater war zuerst Molkereidirektor in Niederösterreich und dann am Schluss war er Chef der Raiffeisenwarenzentrale, also für die ganzen Lagerhäuser zuständig, halt ÖVP, Bauernbund. Ja. Und für mich war das mit dem Weltoffen ist mir auch wichtig, weil das ist, mag vielleicht als Widerspruch klingen, aber wir sind auch mit meinen Eltern immer schon relativ viel gereist. Mhm. Und das war etwas, wo eine gewisse, auch eine Liberalität dann dabei war. Das haben meine Eltern immer schon auch selbst gelebt, ja, und versucht zu leben. Aber es waren schon heftige Auseinandersetzungen. Also die, um wie die es damals ging. Wie bei jedem. Da ging es um die Biolandwirtschaft und die ersten Biobauern damals. Also okay. Ja. Und sehr wohl auch so Dinge wie Rechte von Frauen. Ja.
Ja. Sie sind heuer 60 geworden, ja, und Sie haben das ganz groß gefeiert, mhm, waren auch ein paar Medien dabei. Und da habe ich gelesen, dass Ihr Bruder von Ihnen als der großen, verrückten Schwester gesprochen hat. Ja. Was macht Sie denn so verrückt oder warum empfindet er das so? Also es war schon sehr liebevoll gemeint. Wir haben natürlich auch eine sehr gute Beziehung zueinander. Aber es war früher schon so, dass er manchmal gefunden hat, du mit deinen Ideen, was willst denn du eigentlich? Und wir haben dann auch viel diskutiert darüber. Er ist 3 Jahre jünger. Und hat da oft, glaube ich, nicht genau verstanden, was ich wollte. Ich bin mit 16 ein Jahr in die USA im Rahmen eines Austauschprogramms. Da war er 13 und hat das auch nicht verstanden. Wieso will ich da in die weite Welt? Ja? Ich bin mit dem Rucksack 9 Monate durch Südamerika getrampt gefahren. Zuerst mit einem Freund und dann alleine. Und das war zu Zeiten, als Chile unter Militärdiktatur war von Pinochet. Und ich habe in Peru und in Bolivien diese irren Unterschiede zwischen Arm und Reich kennengelernt. Ja. Das war sozusagen so eine Politisierung, wo ich gefunden habe, ich habe Dolmetsch studiert, ich kann nicht immer nur die Gedanken anderer Leute durch mein Hirn jagen, ohne dass ich was ändern kann dran. Das waren so Dinge, ein mutiger Schritt. Lassen Sie mich nochmal nachfragen. Ich wollte noch fertig sein. Das waren so Dinge, wo mein Bruder das oft auch nicht verstanden hat. Ja? Ja. Aber trotzdem war mir der Kontakt auch zu meiner Herkunftsfamilie immer sehr wichtig und auch die Auseinandersetzung mit ihnen. Ein mutiger Schritt, da hat die Elisabeth gesagt, ein mutiger Schritt von ihr war definitiv, dass sie ihre Ehe verlassen hat und jetzt eben mit einer Frau zusammenlebt. Sie haben sich mit 23 Jahren geoutet, das war vor 37 Jahren. Also das war zu dieser Zeit wahrscheinlich wirklich was sehr, sehr Außergewöhnliches. Wie ist denn das heutzutage in der Politik? Haben Sie das Gefühl, dass da mehr Verständnis da ist? Ja, sicher. Also da hat sich schon sehr viel geändert. Als ich damals relativ spät draufgekommen bin, dass ich mich in Frauen verliebt, da gab es weit und breit niemanden. Also auch öffentlich kein Thema. Es gab noch 3 Verbotsgesetze. Also das waren schon noch andere Zeiten. Da hat sich zum Glück viel geändert. Mittlerweile haben wir zumindest ein Partnerschaftsgesetz, die Ehe für alle, gibt es jetzt hoffentlich auch bald einmal. Das ist schon, wenn man sich anschaut, 183 Abgeordnete im Nationalrat. Mhm. Da weiß man jetzt irgendwie nicht so wirklich. Also, ja, ich finde es ja auch, Schanz, es ist so, ich habe damals, für mich war es wichtig, das auch selbst offen zu sagen, mhm, weil ich eben keine Lust hatte, und das war auch sozusagen ein Rat meines Vaters, der auch gefunden hat, du musst dir den Rücken frei halten, du darfst nicht erpressbar sein. Und außerdem ist für mich in dieser Frage wie in vielen anderen wichtig, sowohl Gesetze zu haben, gerechte, aber auch Sichtbarkeit. Ja? Und es ist so, Mann oder Frau sieht es nicht jeder Lesbe und jeden Schwulen an, ob sie sind oder nicht. Wie auch nicht allen Heteros. Ja? Also wir sind einfach ganz normale Menschen, ja? Egal wie wir dann leben. Und insofern finde ich finde es immer noch gut, wenn Lesben und Schwule sagen, dass sie sind. Aber wenn sie es nicht tun wollen aus irgendeinem Grund, ist das auch okay. Ich finde es schon wichtig, vor allem Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, weil dadurch auch Vorurteile beseitigt werden. Ja? Sie haben 6 Medaillen beim Schwimmen errungen, erschwommen. Besonders schön der rote, das muss ich jetzt sagen, der rote Baywatch-Badeanzug auf dem. Das war damals der Kraulquappen. Das ist das Team, mit dem ich schwimme. Kraulquappen. Die Kraulquappen. Kraulquappen. Die Kraulquappen. Okay. Sehr nett. Beim Schwimmen ist man ja eher, man braucht Ausdauer. Das haben Sie in der Politik haben Sie mitgenommen, würde ich mal sagen. Man ist aber auch eher ein Einzelkämpfer beim Schwimmen. Wie schaut das in der Politik aus? Also zum Schwimmen, das mit der Ausdauer schwimmt, stimmt, ich schwimme auch lieber die längeren Längen. Ja? Also da, und das ist schon so etwas, ich kann mich erinnern, manchmal, als ich die ersten Male 400 Meter Kraul geschwommen bin, das ist schon, vor allem auf einer 50 Meter Bahn, das ist schon sehr lang. Und da gibt es Momente, wo du das Gefühl hast, das geht nicht mehr. Und das dann zu überwinden und trotzdem weiterzumachen, ja, und dann das Ziel zu erreichen, das ist schon was ich auch vom Schwimmen auch in die Politik mitnehme. Also die schwierigen Zeiten sind dazu da, sie sportlich zu nehmen und sie zu überwinden. Einzelkämpferin? Nein, bin ich nicht. Also ich mache meine Sachen und die finde ich auch wichtig, aber es ist ganz wichtig, Leute um dich zu haben, auch Abgeordnete, mit denen du das gemeinsam machst. Deswegen bin ich ja überzeugt, dass wir Grünen jetzt bei der Wahl auch wieder sehr viel stärker werden. Keine Einzelkämpferin. Der Hanno ist auch kein Einzelkämpfer, der tut alles für seine Kandidaten. Eine Frage hast du noch. Möglichst viele Punkte für meine Leute auf dieser Seite. Aber man muss schon dazu sagen, man lernt wirklich nie aus. Ulrike Lunacek ist eine Kraulquappe. Bitte nehmen Sie Ihre ABC-Karten zur Hand. Wir kommen wieder zur letzten Frage dieser Runde. Bei einem Ihrer allerersten ORF-Auftritte ist Ulrike Lunacek 1992 bei der Sendung Wir Frauen zu Gast. Wir fragen, in welcher Funktion wird Ulrike Lunacek in der Sendung Wir Frauen
von der Moderatorin vorgestellt. A. als Frauenrechtlerin. B. als Lateinamerika-Expertin. Oder C. als Dolmetscherin. Ich fasse es noch einmal zusammen für Sie. Sie ist bei Wir Frauen, wir haben das Jahr 1992. Als was ist sie dort aufgetreten? A. Frauenrechtlerin, B. Lateinamerika-Expertin, C. Dolmetscherin. Für jede unserer angebotenen Antworten konnten wir mindestens eine Person begeistern. Und das ist die Auflösung der Geschichte. Ulrike Lunacek wird freundlicherweise das Dolmetschen übernehmen. Welche Probleme haben Frauen in Mexiko? Qué problema tienen las mujeres en México? Sie war Dolmetscherin, die Antwort C ist richtig. Das haben zwei von uns gewusst. Bei den Auswahlfragen, Elisabeth, da haben Sie immer ein gutes Händchen, gell? Bettina auch. Ich habe gewusst, dass sie als Dolmetscherin tätig war für Spanisch und Englisch. Und daher war mir das, die erste Antwort ein bisschen zu plakativ. Und deswegen habe ich für C entschieden, dann fürs Dolmetschen. Ja. Wissen ist Macht. Frau Lunacek, ja. Wenn Sie so diese alten Fotos von sich sehen, wie geht es Ihnen da? Was denken Sie sich da? Ja, hat sich schon was geändert. Damals würde ich sagen, auch vom Aussehen etwas. Aber das waren wichtige auch Erfahrungen. Ja. Sind schöne Erinnerungen über Dinge, die ich vor langer, langer Zeit schon getan habe. Ja. 3 Jahre später, also nach diesem Ausschnitt, sind Sie dann eigentlich zu den Grünen erst gekommen. Warum war es denn nicht das Dolmetschen, aber die Politik? Das hat zu tun mit dieser, was ich zuerst schon geschildert habe, diese eine Reise, die zwar schon viel früher war, aber wo dieser Schritt einfach mich politisch, und damals war es dann Zivilgesellschaftsorganisationen, mich zu beschäftigen. Das war der eine Punkt, dass ich gedacht habe, jetzt mache ich dann eine andere Ebene von Politik. Und der zweite war sehr wohl dann, ich war schon zu der Zeit in Österreich beim österreichischen Lesben- und Schwulenforum, und es gab in der Politik niemanden, wer es gesagt hat. Es gab welche, Lesben und Schwule, aber sie haben es nicht gesagt, dass sie es sind. Und diese beiden Elemente war es, wo ich dann 95 mich entschieden habe, ich probiere es jetzt einmal bei den Grünen. Offen als Lesbe und mit meiner internationalen Erfahrung. Und immer noch. Und das ist so, das ist jetzt erst nicht ausgegangen. Ich war Bundesgeschäftsführerin und dann seit 99 Nationalrat. Und dann, ja, und immer noch, jetzt sind es 22 Jahre. Viel Zeit, ja. Dann schauen wir wieder auf unsere Punkte. Peter, wie schaut's denn aus? Was hat die Runde gebracht? Also wir sind beim Zählen zum Glück nicht ins Schwimmen gekommen, sondern haben ein ganz genaues Ergebnis. Übersetzt in Zahlen heißt das: Bettina 8 Punkte, Robert 8 Punkte, Eva 5 Punkte, Elisabeth 9 Punkte und Gregor, der Sieger der letzten Sendung, hat sich mit 11 Punkten ein bisschen nach vorne geschoben. Vielen Dank. Dann sind wir gespannt, was jetzt die dritte Runde bringt. In dieser dritten Runde, da gibt es pro richtige Antwort 3 Punkte. Es geht um gesalzene Preise. Wenn man weiß, dass teilweise die Mieten fast der Hälfte von einem Einkommen verschlingen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also bei uns kostet das Wohnen 1.000 Euro. Es bleibt was über zum Leben, aber es ist halt ja, irgendwelche besonderen Anschaffungen oder was kann man nicht machen. Und es geht um stinkende Autos. Ich fahre Sommer wie Winter, ich fahre immer mit dem Fahrrad. Mein Beitrag zum Umwelt ist, dass ich einfach viel zu Fuß gehe. Die Pachamama, die große Mutter Erde, ist ja, denke ich mir, sollte auch unseren Urenkel noch zur Verfügung stehen. Ja? Drei Punkte pro richtiger Frage gibt es jetzt. Das ist die alles entscheidende Runde. Wir fangen gleich an. Nach dem deutschen Dieselskandal kämpfen die Grünen umso vehementer für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel. Wir behaupten, im Wahlkampf gehen die Grünen mit gutem Beispiel voran und sind mit einem Elektrobus unterwegs. Richtig oder falsch? Ihre Antworten bitte jetzt. Unsere Behauptung ist falsch. Der Elektrobus musste durch einen Dieselbus ersetzt werden. Wir haben hier ein Foto, weil der Elektrobus zu wenig Reichweite hatte. Kann man nicht ändern, vielleicht bei der nächsten Wahl. Genau, dann sicher. Elisabeth, Sie haben auch einen Bus daheim, einen Benzinbus. So einen alten, oder? Oder wie sehe ich das? Ein Bus, ja. Wohin führt Sie der?
jetzt das erste Mal dann nach Kärnten. Also nicht so für die ganz großen Reisen? Nein. Gut. Der Vater hatte nur 50 PS. Da muss man den Radius ein bisschen einschränken, außer man hat dann ganz viel Zeit, vielleicht mal in der Pension. Und viel Superbenzin? Nein, der fährt mit Diesel. Ui, keine weiteren Debatten. Nächste Frage. Wir behaupten, die Grünen wollen bei privaten Mieten eine Obergrenze von 7,50 Euro pro Quadratmeter einführen. Eine Obergrenze. Ist diese Behauptung richtig oder falsch? Schauen wir uns das an. Wir wollen faire Mieten für alle. Wir wollen Mietzinsobergrenzen. 7,50 Euro pro Quadratmeter sind mehr als genug. Unsere Behauptung ist richtig und alle Ihre Antworten auch. Das ist einen Applaus wert. Bettina, Sie haben bis Anfang des Jahres zur Miete gewohnt. Ja. Jetzt haben Sie sich ein Haus gekauft. Genau. War die Miete zu teuer oder war das Hausfinanzieren gerade zu günstig? Nein, eher der Wunsch nach was Eigenem. Das war eigentlich der Hauptgrund. Ohne Details zu nennen, die finanzielle Belastung jetzt durch das Abzahlen des Hauses höher oder sind Sie eigentlich beim Gleichen wie bei der Miete? Nee, also auf jeden Fall jetzt höher. Ich habe sehr wenig Miete gezahlt, aber das ist in meiner Umgebung, in meiner Gegend nicht so ungewöhnlich. Wir kommen zur dritten Frage in der dritten Runde, wo es um 3 Punkte geht. Die Grünen wollen regieren, das wissen wir, aber nicht mit jedem, das wissen wir auch. Was wir behaupten ist, solange Wolfgang Sobotka Innenminister bleibt, wäre für die Grünen eine Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP undenkbar. Ist das richtig oder falsch? Sobotka mit dem nicht. Richtig oder falsch? Ihre Antworten bitte jetzt. Unsere Behauptung ist richtig, genau wie alle Ihre Antworten. Applaus bitte. Gegenüber der Austria Presseagentur bezeichnete die grüne Bundessprecherin Ingrid Philippe einen Verbleib Sobotkas als, Zitat, No-Go für eine eventuelle Koalition mit der ÖVP. 4. Frage. Die Grünen, das ist unsere Behauptung, die Grünen sind für eine Obergrenze von nicht deutsch sprechenden Kindern in Kindergärten. Ist unsere Behauptung richtig oder falsch? Bitte jetzt Ihre Antwort. Gregor, Eva, Bettina meinen, das ist richtig. Und ihr habt recht. Unsere Behauptung ist richtig. Die Grünen sind für so eine Obergrenze. Ein erster Vorschlag kam vom grünen Bildungssprecher Harald Walzer. Laut ihm sollen maximal 1/3 bis 1/4 jeder Gruppe ein Sprachdefizit haben dürfen. Auch die grüne Bundessprecherin Ingrid Philippe steht hinter diesem Vorschlag. Wenn nur eine Gruppe unter sich ist, dann braucht man sie nicht integrieren. Deswegen braucht es eine gute Mischung, damit man voneinander lernen kann und miteinander lernen kann. Frau Lunacek, wie schaut denn das aus? Erklären Sie uns bitte konkret, wie das mit diesen Quoten, Sprachquoten in Kindergärten ausschauen soll. Also der Harald Walzer hat, und ich habe dann nachher auch lang mit ihm geredet, er meint das nicht wirklich Quote, wo dann sozusagen ein Kind mehr geht, dann nicht mehr. Es ist ihm grundsätzlich darum gegangen, das hat die Ingrid Philippe ja auch so gesagt, dass es einfach eine Mischung braucht von Kindern. Und dass es Sinn macht, dass hier nicht nach Quoten berechnet, ja, sondern dass es einfach eine gute Mischung von Kindern mit verschiedenen Sprachherkunft gibt und dass es einfach mehr an Förderung braucht, auch für Kinder, die nicht Deutschmuttersprache haben und dass es da auch mehr Geld dafür braucht. Ja. Er sagt maximal 1/4 bis 1/3. Ja, stehen er sagt, Sie auch das dazu, wäre, oder? Nein, er meint, ich habe das lange nachher mit ihm auch gesprochen, er hat gesagt, also, es ist ein bisschen falsch offenbar verstanden worden. Nein, okay. Es ist kein Streit, sondern es geht darum, wie sinnvoll ist es, wie kann eine Schulklasse das am besten meistern und wie viele Lehrerinnen und Lehrer braucht es dafür? Also es ist keine rigide Quotenregelung, sondern es geht darum, wie kann die Sprachförderung hier wirklich gut funktionieren? Darum geht es ja dann im Endeffekt. Mhm. Koalitionsbedingung. Eine Koalitionsbedingung der Grünen ist, Sie sagen, ein absolutes No-Go ist der Herr Sobotka. Warum ist der so ein No-Go?
Herr Sobotka ist der Hardliner in dieser Regierung, wenn es darum geht, was auch Flüchtlinge betrifft, aber auch Integration betrifft, wenn es darum geht, was Grenzen zuheißt. Und insofern kann ich mir bei dieser Politik nicht vorstellen, dass wir hier auf einen grünen Zweig kommen. Denn wir stehen dafür, dass es ja Grenzkontrollen geben muss an den EU-Außengrenzen, aber es braucht eine menschenwürdige auch Asylpolitik und Integrationspolitik. Und die gibt es weder vom Herrn Sobotka noch von sonst wem in dieser Regierung jetzt. Aber wäre dann jemand... Herrn Integrationsminister Kurz nicht. Ja, also ja das aber ist das ja wäre so gerade meine Frage gewesen. Wäre dann eine Koalition mit der ÖVP vorstellbar? Der Herr Kurz vertritt ja auch die Ansichten vom Herrn Sobotka. Das ist ja das Problem, das ich jetzt auch habe mit der gesamten ÖVP oder der neuen ÖVP. Die ist im Grunde überhaupt nicht neu, sondern das ist sehr alt, diese Art und Weise, wie sie hier agiert. Und auch überhaupt nicht christlich-sozial, was ja angeblich das Fundament ist der ÖVP. Würden Sie mit der ÖVP, wie die ÖVP eine Koalition jetzt eingehen? Moment, eine Koalition fällt ja nicht vom Himmel. Erstens einmal braucht es die Mehrheit dazu. Das Zweite ist, wenn die ÖVP bereit ist, über grüne Inhalte zu diskutieren und zu sagen, wir machen einiges anders als bisher, gerade in der Asyl- und Integrationspolitik, dann bin ich sehr wohl bereit, auch mit Herrn Kurz zu verhandeln. Wenn die ÖVP so flexibel ist und dann grüne Politik macht, klar, verhandeln wir dann und dann wird es auch eine Regierung geben. Zuerst braucht es die Mehrheiten dafür, also ja. Das ist der erste Schritt. Gut, wir wollen ein bisschen in die Zukunft schauen, was möglich wäre. Aber ja. Wäre es für Sie zum Beispiel eine Koalitionsbedingung, dass Sie sagen, wir wollen auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund in der Regierung dann haben? Sicher ist das ein Punkt, der mir wichtig erscheint. Das ist diese Sichtbarkeit, die ich zuerst schon angesprochen habe, aber die hat auch gerade Menschen, die woanders herkommen, die bei uns leben, deren Eltern woanders hergekommen sind. Das ist wichtig, hier auch die Vielfalt in einer Regierung präsent zu haben. Genauso wie, was mir auch wichtig wäre, wirklich auch halbe-halbe, was Frauen und Männer betrifft. Vier unserer Kandidaten und Kandidatinnen wohnen zur Miete, haben wir gehört. Jetzt wollen sie eine Mietzinsobergrenze von 7,50 Euro pro Quadratmeter. Ich sage ganz kurz, wie viel es im Moment ist. Also in Wien durchschnittlich, wenn man im 16. Bezirk wohnt, zwischen 50 und 80 Quadratmeter zahlt man 15 Euro. In Tirol 15,40 Euro und in Salzburg ca. 14 Euro. Jetzt ist das natürlich für Menschen, die zur Miete wohnen, das ist ein Traum, wenn es so eine Obergrenze gibt. Aber was bedeutet denn das für die Vermieter? Also ich fange doch noch bei den Menschen an, die in Mieten wohnen, weil sie sich auch weil sie sich nicht leisten können oder wollen, dann das Risiko auch eines Eigentums, das einzugehen oder auch den Kredit dafür nicht bekommen. Ja. Passiert ja auch sehr oft. Die also entweder gezwungen sind zu mieten oder das auch freiwillig tun. Und das sind diese Mieten einfach zu hoch. Da ist ein menschenwürdiges Wohnen nicht mehr möglich. Das heißt, da braucht es eine Änderung. Und wir sagen ja, diese 7,50 Euro, das ist vor allem für Wien. Und dann kann es schon auch ein Viertel Aufschlag oder Abschlag geben, je nach Ausstattung der Wohnung, je nach Lage der Wohnung, das schon auch. Aber der Vermieter. Ja, das stimmt. Aber hier, es geht mir darum, dass Menschen, die sozusagen, dass es für alle ein menschenwürdiges Wohnen gibt. Und das ist derzeit nicht der Fall. Und dann muss man auch mit den Vermietern, mit Menschen, die die Häuser besitzen und sie vermieten, auch verhandeln und sagen, das geht nicht anders. Ja? Es geht nicht und viele verdienen ja sehr viel mit dem Mieten. Das ist ganz sicher, ja. Na eben. Aber und insofern geht es darum, ich finde dieses Solidarprinzip in der Gesellschaft sehr wichtig. Ja? Wie wollen Sie verhindern, dass der Vermieter dann Kosten nicht auf den Mieter abwälzt? Dass das passiert, dass er sich sagt, okay, jetzt kriege ich da so wenig, jetzt muss ich mich da irgendwie anders absichern. Erstens gibt es gewisse Regeln, was wer zu zahlen hat. Es gibt Mietervereinigungen, es gibt Konsumentenschutzvereinigungen. Da gibt es schon auch sehr viele Regeln bei uns, was dem Mieter oder der Mieterin sozusagen angelastet werden kann und was nicht. Und das muss dann natürlich auch ausverhandelt werden in so einem Gesetz. Ja. Ein Thema, was wir auch gesehen haben, das für die Österreicher, Österreicherinnen und auch für unsere Kandidaten sehr wichtig ist, das ist das Thema Rücksicht auf die Natur. Mhm. Wir haben gesehen, ich glaube, die Eva ist mit dem Radl gefahren, die Elisabeth hat zwar einen alten Dieselbus, aber geht auch sehr viel zu Fuß, also die schauen schon sehr darauf. Das Thema Diesel ist für Sie auch ganz wichtig, Sie wollen eine höhere Steuer auf Diesel. Gleich wie Benzin, soll gleich viel kosten wie Benzin. Genau. Mhm. Jetzt wollte ich nur fragen, wenn man in diesem grünen Gedanken weiterdenkt, warum verbieten Sie nicht gleich Dieselautos? Also, das ist ja auch so ein Mythos, die Grünen wollen immer alles gleich verbieten. Nein, keine Sorge, wir verbieten nicht gleich alles. Vor allem, wir bieten Lösungen an.
Was sicher notwendig ist, auch nach diesem Skandal mit den Autofirmen, die über Jahre betrogen haben, was die Abgaswerte betroffen hat. Ja? Also da gab es jetzt erst in Deutschland und jetzt auch hier diesen Dieselgipfel. Ich finde, hier ist zu wenig Druck auf die Unternehmen gemacht worden, dass sie wirklich auch die Dieselautos, die da betroffen waren davon, nicht nur mit Software umrüsten, sondern tatsächlich auch in der Hardware. Und dass sie auch Entschädigungen zahlen für den Menschen, die sie bedrohen. Das ist Betrug. Ja? Also das muss man auch ganz klar und deutlich so sagen. Lassen Sie mich vielleicht kurz auch noch eingehen. Auf, kurz, also das Wort das, kurz mag ich irgendwie sagen. Immer ist alles kurz und es wird dann immer so lang. Naja, ich dachte mir, Sie fragen auch wegen des Autos, das wir haben. Hm? Ja, das wollte ich jetzt Wollten gerade Sie? Fragen. Gut. Also ich hoffe, ich trete Ihnen da nicht so nahe, aber das weiß sogar ich, dass ein Elektroauto keine sehr große Reichweite hat. Ja. Ich frage mich ein bisschen, wie kann denn das den Grünen passieren, die sich so auf dieses Thema einlassen? Naja, also wir arbeiten daran, dass es auch überall mehr an E-Tankstellen gibt. Ja schon, aber wussten Sie das nicht vorher? Ja, wir wollten ein E-Auto. Wir haben uns auch darum erkundigt, ob es welche gibt, die längere Reichweiten haben. Aber ich mache Touren durch Österreich, wo ich an einem Tag in zwei verschiedenen Bundesländern sein muss. Ja, die Zeit ist sehr begrenzt und das geht sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach nicht aus. Mhm. Und deswegen war dann dieses Dieselauto war die Variante, die geht. Wir haben übrigens auch für 10.000 Kilometer CO2-Kompensation gezahlt. Ja? Auch wenn der Diesel nicht so viel CO2-Ausstoß hat, das weiß ich schon. Aber das war der Kompromiss, den wir jetzt schließen mussten. Und wir verbieten nicht heute Dieselautos. Darum geht es uns nicht. Wir haben in Österreich erst der kürzlich vorgestellte Klimabericht vom Umweltbundesamt stellt fest, dass Österreich Schlusslicht in der Europäischen Union ist an der Reduzierung vom CO2-Ausstoß. Im Verhältnis zu 1990 hat Österreich nichts verbessert. Und andere da. Im EU-Schnitt ist es ein Viertel. Das heißt, und das ist vor allem der Verkehr. Da brauchen wir neue, moderne, leistbare Lösungen. Das heißt, mehr Öffis, das heißt ja auch mehr E-Autos. Dieser E-Bus, den Sie eigentlich anschaffen wollten, ist denn das nicht ein gutes Beispiel, wo dann irgendwie so die Realität ein bisschen die Politik einholt? Ja, man möchte aber, was gerne haben, aber es gibt einfach zu aber wenig. Aber deswegen gibt es ja die Grünen, damit man die Dinge dann auch erreicht. Also Sie wollten es quasi am eigenen Leib vorführen. Naja, ja, wenn Sie wollen, sagen wir das so. Ja, wir wollten es anders, aber darum gibt es auch, weil wir hier die Finger auf die Wunden legen. Ja, und manchmal tut es uns auch selber weh, wenn das nicht so geht, wie wir es gerne hätten. Jetzt haben wir in dieser Runde noch eine Frage, Hanno. Eine Frage haben wir noch. Aber weil er gerade so schön dasteht, unser Hobby-Notar. Peter, sag uns, worum es geht. Es geht genau um drei Punkte, die jetzt verteilt werden. Und das bedeutet, dass Gregor, Eva und Bettina noch ins Finale einziehen können. Denn sie haben 20, 17 und 20 Punkte. Da ist also noch einiges drin. Fünfte und letzte Frage aus der dritten Runde. Nach der Abwahl von Peter Pilz wurde Folgendes von einer Politikerin oder einem Politiker auf Facebook geschrieben. Ich zitiere. Jetzt sind Sie endlich unter sich. Endlich ist niemand mehr da, der Sie an irgendwelche Ihrer längst begrabenen Gründungsideen erinnert. Zitat Ende. Geschrieben von einer Politikerin oder einem Politiker. Wir fragen, von wem stammt dieses Facebook-Zitat? Zur Abwahl von Peter Pilz. Antwort A. Peter Pilz über sich selbst. Antwort B. Von der früheren Bundessprecherin Eva Klawischnik. Oder Antwort C. Von Johannes Fuggenhuber. Jetzt sind Sie endlich unter sich. Endlich ist niemand mehr da, der Sie an irgendwelche Ihrer längst begrabenen Gründungsideen erinnert. Sagt das Pilz, sagt das Klawischnik, sagt das Fuggenhuber. Ihre Antwort bitte jetzt. Es war Antwort C, Johannes Fuggenhuber. Und zwar hat er das auf Facebook gesagt. Wir haben das hier abgefilmt. Und somit ist klar, dass vier von Ihnen die Frage zwar richtig beantwortet haben und es gewusst haben, aber nur zwei von Ihnen ins Tagesfinale kommen. Peter, ja, wir rufen dich. Wer wir haben jetzt einen Endstand und dabei verzichten wir auf Touchscreen und Knöpfe. Wir haben unsere Tafeln und die verraten uns, Bettina und Gregor sind im Finale. Gratuliere.
Die Eva hat 20. Die Eva hat 20. Ja. Ändert's was am Finale? Das ändert nichts am Finale, nein. Vielleicht sollte man doch ein Touchscreen machen, wenn du dich verrechnest. Wir schaffen das auch so. Gregor und Bettina, wir haben das richtige Ergebnis und unser Finale. Wunderbar. Herr Lunacek, sprechen wir noch einmal über doch diese sehr brutale Aussage vom Herrn Fockenhuber. Wie ernst nehmen Sie sowas? Also dazu muss ich nur sagen, ich war 86 auch schon dabei. Ja? Und das vielleicht weiß er das nicht mehr so genau. Zwar nur kurz, aber schauen Sie, wie gesagt, ich will jetzt wirklich nicht mehr über das reden, was in der Vergangenheit war. Wir Grüne stehen auch zu den Dingen, die vielleicht bei der Gründung, was jetzt anders geworden ist, dass wir mehr auch durchaus gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden, dass wir auch mehr lösungsorientiert sind und nicht mehr nur alles kritisieren. Das hat sich sicher geändert. Sollten Sie in die Regierung kommen, was wäre dann das erste Gesetz, das Sie gerne durchbringen würden? Also nachdem das heute schon gefallen ist und auch der Robert dafür ist, würde ich sagen, die Ehe für alle. Die Ehe für alle. Kostet nichts, schadet niemanden, bringt vielen Freude. Frau Lunacek, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Gerne. Wir kommen jetzt ins Tagesfinale. Ich weiß nicht, wollen Sie einen Tipp abgeben? Wir haben den Gregor und die Bettina im Finale. Nein, Tipp gebe ich keinen ab. Möge der oder die Bessere gewinnen. Aber ich wünsche Ihnen beiden viel Glück, gute Konzentration und dann das richtige Ergebnis. Genau, und einen schnellen Finger beim Buzzern. Genau. Vielen Dank, Frau Lunacek. Danke. Wir können uns zurücklehnen und entspannen. Und ja, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt ins Tagesfinale. Ja, und bei uns geht es jetzt hier um den Tagessieg. Bettina hat sich qualifiziert, Gregor hat sich qualifiziert. Der Tagessieg berechtigt zur Teilnahme am großen Finale, wo es dann um die große Reise auf die Seychellen geht. Aber auch um diese Münze geht es heute. Sie ist viel wert. Über 1.000 Euro. Echtes Gold. Ich stelle Ihnen beiden jetzt in schneller Abfolge Fragen. Mhm. Wer glaubt, die Antwort zu wissen, bitte buzzern. Ist die Antwort richtig, geht der Punkt an Sie. Ist die Antwort falsch, bekommt Ihr Gegner oder Ihre Gegnerin einen Punkt. Mhm. Wer zuerst 10 Punkte erreicht hat, gewinnt sowohl die Münze als auch die Teilnahme am großen Finale. Hinter uns Peter Welter, unbestechlich, in Badminton-Manier, wird mitgezählt. Er wird auch in Streitfragen die Entscheidungen treffen. Alles klar? Alles klar. Ich wünsche Ihnen beiden viel Glück. Und wir fangen an mit unserem Tagesfinale. Wie oft kann der Bundespräsident wiedergewählt werden? 2-mal. Das ist falsch, 1-mal. Der Bundespräsident? Wiedergewählt. Wiedergewählt werden, Gottes Willen. Ja. Tut mir leid. Zweite Frage. Ready? Ja, ja, ja. Wie hieß der erste Bundespräsident der Zweiten Republik? 5, 4, 3, 2, 1. Niemand. Karl Renner. Wir bleiben bei Bundespräsidenten. Wer war bei der Bundespräsidentenstichwahl der Gegenkandidat von Alexander van der Bellen? Norbert Hofer. Korrekt. Wie lange dauert der Grundwehrdienst in Österreich? 6 Monate. An welchem Platz liegt das Bundeskanzleramt? Ballhausplatz. Korrekt. Hinter welcher Tür verschwindet der Bundespräsident zu Arbeitsgesprächen? Die Tapetentür. Korrekt. Wer war vor Heinz Fischer Bundespräsident? Kerstin. Vorname? Bitte nicht schon wieder. Thomas Kerstin. Thomas Kerstin. Lass mal gelten. Welches wichtige Amt im Nationalrat bekleidet Doris Bures? Erste Nationalratspräsidentin. Korrekt. Wie viele Mitgliedstaaten hat die Europäische Union? Jetzt 28 und in Zukunft nur 27. Das war jetzt sehr knapp, mein Lieber. Das war jetzt sehr knapp. Wie schauen wir aus? 7-1 für Gregor. Wie viele Kammern hat unser Parlament? 2. Welche? Bundesrat und Nationalrat. Richtig. Ex-Kanzler Werner Faymann ist UN-Sonderbeauftragter zur Verhinderung von
Jugendarbeitslosigkeit. Richtig oder falsch? Richtig. Okay. Die nächsten drei Fragen gehen nur an Bitte. Fertig beide? Ja. Ist der FPÖ-Politiker Norbert Hofer zweiter oder dritter Nationalratspräsident? Dritter. Er ist dritter. Wenn mich nicht alles täuscht, war das die Entscheidung. Gratuliere, wir haben einen Sieger. Gregor, Bettina, nächstes Mal. Dankeschön. Das ist jetzt schon die zweite Münze. Wirst du das einschmelzen? Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Gratulation. Das war also Nationalraten, diesmal über die Grünen. Genau, und es geht weiter am kommenden Montag. Da wird dann die FPÖ unser Thema sein. Und zu Gast ist Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache. Wir sehen uns. Damit die Wahl nicht zum Ratespiel wird.